Fabrice heute Abend mit dem Charlie ausgezeichnet. Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie? Gut, jede Auszeichnung ist für mich ein Geschenk. Es ist schön für einen Schauspieler, so ein Geschenk zu kriegen. Ne? Ein Charlie, ein Otto, ein Bambi, immer sehr schön. Und das kommt von Karl May Verlag. Das bedeutet, das kommt von Karl May und das bedeutet, dass Karl May mit mir glücklich ist. Wir haben heute sogar so einen kleinen Rückblick gemacht, haben alte Fotos gesehen von den Dreharbeiten. Was fühlen Sie dabei? War das eine schöne Zeit damals? Das war sehr schöne Zeiten damals. Und die Idee damals, jedes Jahr einen Erfolg zu machen, weil der erste Film war ein Erfolg, der zweite auch, bis zu der 11. Film. Und es war eine schöne Erinnerung, wirklich. Und heute Abend war ich ein bisschen traurig, weil mein Freund Lex Barker nicht mehr da ist. Er hätte seinen Platz hier auch heute Abend gehabt. Die Fans lieben Sie nach wie vor. Gerade bei jungen Leuten sind Sie beliebt. Was für Werte vermittelt der Winnetou als Figur heute? Werte, die heute mit den Füßen getreten sind. Ne? Ich habe schon gesagt, wenn ich gesprochen habe, die Werte wie Friede, Freundschaft, Menschenrechte, Respekt, das existiert nicht mehr heute, leider. Was wünschen Sie sich für die Zukunft persönlich? Mehr Liebe. Mehr Liebe in der ganzen Welt. Das fällt. Sie sehen jetzt, und mehr Toleranz. Sie sehen jetzt, Sie haben immer noch Fans, die hier nach Bad Segeberg kommen. Wie viele Jahre dürfen wir Sie hier noch erleben? Gut, ich bin nicht als Winnetou, ich bin eher als Regisseur dieses Jahr. Ja? Na gut, dieses Jahr mache ich die Regie. Was ich nächstes Jahr mache, ich weiß noch nicht. Woher nehmen Sie Ihre Kraft für die ganze Arbeit? Na gut, es ist mein Beruf. Ich liebe meinen Beruf und ich bleibe kräftig durch meinen Beruf. Haben Sie irgend so ein Fitnessrezept? Treiben Sie Sport? Nein, überhaupt nicht. Ich bin glücklich, das ist genug. Okay, alles Gute. Dankeschön. Dankeschön.